Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Amnesia Descent. Und ja. Sorry. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Your intuition is remarkable. It's just a myth after all. No, please. Okay. Die haben wohl sich irgendwie unterhalten, dass man hier in die Unterwelt gelangen kann oder irgendwie sowas. This is only if you fall by accident. Nothing down. Okay. Ja, im letzten Part haben wir sehr viele Sachen erfahren. Wir haben jemanden gefunden. Wir sollen 6 Orbs finden. Sollen denen aber zuerst irgendwie ein bisschen helfen. Und da ist, glaube ich, das Portal. Genau, da kann nämlich ein Portal eröffnet werden. Mit dem wir danach den Alexander besiegen können. Das ist also wirklich der Böse. Interessant. Ja, ihr seht schon, ich bin immer bereit, mich zu wehren. Die Musik verspricht mir nichts Gutes. Und da ist schon wieder ein Schlüsselloch. Und ich habe keinen einzigen Schlüssel. Schauen wir mal hier drüben rein. Oh, was bist du denn für einer? A Mannequin of a Knight. Also irgend so ein Ritter. Oh, das sieht aber schön aus hier. Okay, ist glaube ich irgendeine Leichenhalle oder sowas. Ihr kennt es ja vielleicht aus der katholischen Kirche. Da tut man ja auch. Okay, jetzt nicht auf die Gräber drauf, aber auf jeden Fall für die Gestorbenen tut man da ja auch Kerzen anzünden. Okay, was gibt's hier? Ja. A group here mentioned it. 6 Orbs. Perhaps. It's open the portal. Ah, hier. Sind die ersten 3 und auf der anderen Seite die anderen 3. Die brauchen wir also, um dieses Portal zu öffnen. Ja. Und ich denke, dahinter wartet dann auch schon das Finale der Map auf uns. Wir sind wohl nicht kurz vorm Ziel, aber relativ, ja, auch nicht nah dran. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, diese 6 Orbs zu finden. Wenn man sich in Zelda dran denkt, die 6 Weißen zu retten in Ocarina of Time, war eigentlich, ja, 60% des Spiels. Naja, kommt drauf an. Naja, eher, na 50 oder 40. Na, 40 nicht, aber 50 schon. Na, 60, da passt eigentlich, ne? Gut, dann wissen wir jetzt schon mal, wo was ist. Und jetzt gab es hier im letzten Part noch so einen ganz großen Raum. Der sah aber ein bisschen zu groß aus für meinen Geschmack. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one. Prepare him. Okay, da hat wohl jemand ein bisschen psychische Störungen schon von dieser Burg oder Anstalt oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist eher eine Burg. Wie man der Beschreibung der Map entnehmen kann. Und jetzt haben wir hier einen Schrei gehört und komische Sachen. Oh, ich habe den ersten von den 6 Orbs gefunden. Okay, wenn es die hier alle gibt, dann ist die Sache schnell erledigt. Sagen wir es mal so. Habe ich auch nichts dagegen. Oh. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Ja, da hat er recht. Er hat gesagt, dass wir es hier mit Monstern zu tun haben. Da hat man ja ganz viele komische Schreie und Stimmen und war nicht schön anzuhören. Aber das muss ich ja auch eigentlich gar nicht länger. Ich gehe hier kurz durch und dann passt es. So leicht. Bam.
Gut, warum ich jetzt da noch nicht reingehe, weil es da vermutlich weitergeht. Ich schaue aber erstmal hier hin. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere Ohr ab. Eins vielleicht noch. Da hätten wir drei Stück, das wäre schön. Ja, sie brauche ich. Ja, genau, ein Secret mit zwei Öl-Dingern. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Öl brauchen wir nämlich und haben nicht so viel davon. Na komm, geh runter, Mann. Gönn. Ja. Dann haben wir hier schon gerade die Sequenz gesehen. Und dann geht's hier weiter. Okay, der hat mich jetzt gebeten, irgendwas für ihn zu tun. Allerdings, ja, ich schätze mal, vielleicht soll das hier irgendwas darstellen. Ich kenne das Original Amnesia leider nicht, wie schon oft gesagt. Deswegen kann ich da jetzt irgendwie nicht was draus interpretieren, was das sein könnte. Im Vergleich zum Original-Game oder sowas. Tut mir leid. Aber anscheinend geht es gar nicht, dauert es gar nicht so lange, diese Orbs zu sammeln. Ich habe jetzt schon die Hälfte davon. Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich zu der Frau. Die wollte nämlich eine Axt haben. Wo ist sie denn? Ah, hier. Eine Axt und hier so eine Suppe. Er wollte nicht noch Beef haben. Also nicht Beef im Sinne von Beef, sondern Fleisch meine ich. Aber wollte sie wohl nicht. Okay. Dann halt nicht. So, da geht's. Wir waren jetzt überall, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier ist der Kior. Was auch immer das schon wieder ist. Mhm. 15. August 1839. The Blood Wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Meh, meh, meh. Take the man, cut the lines, paint the man, cut the lines. Please, the man cries. Ah, ah. Now you sleep. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Alexander, there isn't much time. I can... Ah, ist jetzt schon ein bisschen krass hier, die Sequenzen. Alter, ich hoffe, ihr versteht sie einigermaßen gut. Und deswegen sage ich ja extra nichts, dass ihr da ein bisschen lauter stellen könnt. Alexander, the shadow is loose in the arena. Please handle. Allalalalalal. Das ist das Zombie-Geräusch. Ich glaube, hier werden wir wieder auf ein paar böse Kollegen treffen. Und das war wieder so ein hässlicher Jumpscare, die ich über alles hasse. Ja, ich habe schon Zombie-Geräusch gehört. Und die Musik ist auch krass. Im Sinne von scheiße. Im Sinne von eklig und fies. Fickt euch. We planned. Gave a poison gland. Aus irgendwas total giftiges und so weiter. Also halt eine giftige Pflanze und du kratzt mal richtig ab, Freunde. Mein Schwert durchbohrt dich.
Ich weiß gar nicht, ob es im Original Amnesia auch Waffen gibt, aber wahrscheinlich. Sonst gäbe es ja hier keine. Oh Gott, da geht's nicht weiter. Na, geht's gleich weiter mit dem Schmarrn hier. Wie groß ist dieser Raum? Okay, da kam ich her. Da ist ein Assi. Kommst du hier, Alter? Kratz ab, Junge. Kratz ab. So ein Spast. Oh, schon wieder du. Hast ein Problem? Ja, komm her. Kassi ist richtig. Fuck, ich hab kein Licht mehr. Ich hab kein Licht mehr. Da werde ich mir leider kurz was cheaten müssen an Licht. Wie schon gesagt, alleine würde ich das natürlich nicht machen, aber in so einem ja, Let's Play geht das halt einfach nicht, weil sonst seht ihr nichts und es ist ja scheiße. Wenn ihr nichts seht, ist ja klar, dass es langweilig für euch ist. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Okay. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben gar keinen Skin. Finde ich schade. Es passiert gleich irgendwas. Screams to pass. Okay. Irgendwas mit der Vergangenheit. Noch ein Orb fehlt uns, glaube ich, nur noch, oder? Ja, noch ein Orb, danach kann ich das Portal wieder erwecken. Aufmachen. Und dann geht's zum Finale, Freunde. Vielleicht sogar noch in dem Part, wer weiß. Jetzt haben wir jedenfalls alle Orbs. Das ist hier dreist gemacht. Das ist dreist. Aber richtig dreist. Aber weil ich mal mit sowas rechnet, wenn man den Hebel umlegt, dass da was passiert. War es halt kein wirklich, ja, Jumpscare mehr. Also es war natürlich ein Jumpscare, aber es hat mich nicht erschreckt. Na gut, dann war es das für diesen Raum, was ich sehr gut finde, denn der war mehr als nur Assi. So. Jetzt haben wir alle Orbs und können weitergehen. Ich habe allerdings vergessen, wo es weitergeht. Ja, die Frau hier, die wollte eigentlich noch mitkommen, hier. Ja. Ich habe aber weder eine Axt, noch irgend so eine grüne Suppe, was weiß ich, was das darstellen soll. Von daher kann ich sie leider nicht mitnehmen, ist wirklich sehr schade. Und deswegen muss ich direkt weitergehen. Oder gab es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Boah. Hör auf zu laggen. Spinner. Ne, schaut nicht so aus. Ich habe schon wieder nur noch so wenig Öl. Das ist krass, wie schnell das alle geht. Und ich rede gerade etwas leiser, ist mir aufgefallen. Und du kratzt ab, Junge. Dankeschön. Ah. Problem oder was? Irrer, Spaten. Jetzt geht's aber zur Sache hier. Jetzt wollen sie es wissen, die Kollegen. Natürlich, wir sind kurz davor, das Portal zu Alexander zu erwecken. Da ist es ja verständlich, dass sie uns aufhalten wollen. Aber sie haben keine Chance. Denn jetzt ist der Weg frei. Okay, wo sind wir jetzt? Ein Goldschlüssel.
Und 3 Bricks. Wozu brauche ich die ganzen Bricks, Mensch? Bringt's ja mal so gar nicht. There are endings. Ach, there are 3 endings. Save now. Ja gut, dann werde ich an der Stelle eine Backups machen. Und ich werde euch versuchen, alle 3 Enden zu zeigen, aber ich kann es natürlich nicht. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt eine Backup-Kopie angelegt von den ganzen... Und es kann losgehen. Das Finale beginnt. Alexander, I was wondering when you'd show up. Alexander, I see Agrippa told... Boah, jetzt chill mal, Junge. I see Agrippa told... You to run some errands. Is everything nice and clear now? Am I the villain now? Good and evil. Such comforting concepts. But hardly ugly cable. Yeah, I thought ugly cable. Okay. Are you so blind that you see no good in me, or any evil in Agrippa? Okay, also er fragt jetzt halt, wieso er der Böse ist, und ja, oh, da ist er, so sieht er also aus. The prey can easily fall over. Ja, hätte ich das gewusst, dass er so ausschaut, hätte ich natürlich einen anderen... Skin, den anders gelesen. Ja, die Kacke habe ich da nicht. Scheiße. Was ist jetzt los? Daniel, I left Brandenburg. Fearless, this place has helped me in ways. It really has. I did something. Look forward to new maps in the future. Credits me. Leave a review on forums. Great on finishing. Thanks for playing. Ice Crazer, I hope you saw you were scared. R.I.P. Alexander Baron of Brandenburg. Subscribe on youtube.com. Gemis Derandom. My YouTube. Okay, da kann ich ihn auch noch verlinken. Und könnt ihr auch noch mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ja gut, das war's jetzt. Ich weiß gar nicht, wie soll da ein anderes Ende sein? Dass ich sterbe oder was? Okay, ja, aber ich glaube, ich werde die anderen Enden nicht mehr zeigen. Ja, ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Wir haben auf jeden Fall das beste Ende von den 3 erwischt, so wie es ausschaut. Ja, wir haben Alexander gekillt. Und haben Brandenburg Castle verlassen. Also optimal eigentlich, nicht wahr, liebe Freunde? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir kurz zu der Bewertung dieser wunderschönen Map. Sie war, hat mir natürlich Spaß gemacht. Ja, Musik war natürlich insofern klasse, ebenso wie die Sounds. Sie haben eine sehr gute Atmosphäre aufgebaut, die natürlich das Horror-Genre eindeutig unterstützt und auch in Adventurecraft wiedergibt und wiedergeben kann. Das hätte ich so überhaupt nicht erwartet, aber da war ich sehr positiv beeindruckt, was man da alles machen kann. Also es gab schon ein oder andere Momente, wo es echt gruselig war und wo man auch sich erschrecken konnte. Also das hat er definitiv sehr gut gemacht an der Map. Und das war wirklich klasse. Ja, da sind wir. Wir haben alles geschafft. Und da drinnen spürt sich das ganze Amnesia-Scheiß ab. Ja, was natürlich noch mehr helfen würde, zu dem Ganzen. Also zu dem, um die Atmosphäre noch zu verstärken, wäre natürlich richtig geile Texturen. Also HD-Texturen und so weiter. Das wäre wirklich... Da wäre es richtig krass gewesen, weil es dann halt eher noch weniger wie Minecraft ausschaut. Aber wie schon gesagt, das war schon so richtig krass. Aber auch durch die musikalische und Soundunterstützung und so weiter. Okay, ob es jetzt an das Originalspiel angelehnt ist, kann ich nicht sagen.
Da kann ich mich überhaupt nicht aus mit dem Originalspiel. Ich kenne das, wie schon gesagt, nicht. Und ja, was natürlich irgendwie ein bisschen negativ auffällt, ist der komische Sanity-Anzeige da unten. Ich weiß nicht, wofür die da ist, wurde auch nie genutzt. Also, ja, die war irgendwie Dekoration. Ja, keine Ahnung, wieso es die da unten gibt. Wenn man sie nicht braucht, kann man sie ja weglassen. Ich meine ja nur so. Auch die Sequenzen waren wirklich ganz cool gemacht und so weiter. Ja. Es ist eine coole Map. Allerdings das Einzige, was mich wirklich sehr gestört hat, war... Also, naja, man kann sich sagen, sehr gestört. Aber was natürlich ein bisschen schade ist, dass die Map nur so kurz ist. Ich glaube, wir haben sie jetzt in 5 Parts durchgespielt oder so. Mehr war es jedenfalls nicht. 4 Parts sogar nur. In 4 Parts habe ich das Ganze hier durchgezockt. Das ist natürlich extrem wenig. Und ja, man muss sich überlegen, wie lange ist das Gameplay? 4x2 sind 8. 80 Minuten. Nicht mal 2 Stunden. Das ist natürlich schon wenig für eine Adventure-Map. Besonders, weil sie ja auch fertig ist. Ja, also wenn es nur so eine Demo gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, da wird sie später noch länger werden oder wollte sie wenigstens länger machen. Aber sie endet hier, ja. Und da ist das natürlich schon ein bisschen kurz. Aber das sind eigentlich auch so die einzigen möglichen Kritikpunkte. Also man hätte mit der Grafik noch was raushauen können, also noch mehr einen Gruselfaktor verstärken können. Und ansonsten ist das hier echt klasse. Deswegen kriegt die Map von mir auch 92%. Ich finde, das hat sie eigentlich schon wirklich verdient. Da ich, ja, wirklich sehr positiv überrascht bin von den Jumpscares, Gruseleffekten und so weiter in der Map. Hat mir gut gefallen. Auch die Atmosphäre und auch die Story war natürlich gut. Ja, war auf jeden Fall sehr spielenswert. Also 91% sind, glaube ich, sehr gut angesagt. Denn eigentlich ist der einzige wirkliche Kritikpunkt die Länge. Und ja. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen des Let's Plays. Wir sehen uns zur nächsten Adventurecraft. Adventure Map, muss ich mal schauen, welche ich da nehme, welche ich mir da raussuche. Ja. Ja, ich, ja, so, ciao. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr die Map fandet. Ob ihr sie schon selber euch getraut habt zu spielen. Ob ihr sie total lahm fandet, kann auch sein. Weiß ich ja nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.